Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Medieval Dynasty im Oxbow. Ja, sorry für die etwas frustrierende Folge gestern. Ich glaube, das war einfach kein guter Tag. Ich habe mir inzwischen viele Gedanken gemacht und es geht jetzt erstmal weiter. Denn noch bin ich nicht so mitteilungsbedürftig, was meine Ideen angeht. Was ich jetzt zuallererst machen möchte, ist wie angekündigt, dass wir eben halt die Nebenquests abgeben, soweit es halt geht. Wie gesagt, ich habe voll vergessen, jetzt immer noch zu gucken, wo die Wurfsteine, wo ich die herkriege. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das muss ich dann doch nochmal irgendwie herausfinden. Ich weiß, nee, Schneeball geht halt nicht, weil das ist auch bloß in der falschen Jahreszeit. Okay. Also da bin ich mir jetzt gerade nach wie vor noch ein bisschen unsicher. Aber wir gucken da auf alle Fälle nochmal, ne? Wie man da, was wir dafür brauchen und sowas. Genau, aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Deswegen ist das jetzt erstmal nicht so dramatisch. So, wir müssen noch einen Hasen umhauen und dann eben halt unterwegs noch ein paar Kalksteine sammeln. Ich habe mich ein bisschen gespoilert, was so schöne Plätze zum Bauen angeht und sowas, ne? Und dann habe ich gesehen, dass es hier in der Höhle einen Bären gibt. Waren wir nicht gestern in der Höhle drinnen? Ich habe echt richtig, richtig Glück gehabt, würde ich sagen, ne? Dass der entweder schon geschlafen hat oder wir aneinander vorbeigelaufen sind oder keine Ahnung. Also ich habe mich ein bisschen erschreckt, wie ich das gesehen habe und gedacht habe, oh, was, da ist ein Bär drinnen? Okay. Ja, also da, Schwein gehabt. Ja, oder kein Bär gehabt. So, ein bisschen wieder. Was? Warum schlägt die Musik um? Warum hat die Musik jetzt umgeschlagen? Was war jetzt los? Oh, habe ich meine Stachelkeule nicht dabei oder habe ich die... Oh Gott, oh Gott. Ah! Wo ist er denn? Boah, Alter. Aua, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kommt er hinterher? Nee. Kommt er hinterher? Alter, wo kam der denn jetzt her? Ich habe doch extra geguckt, ne? Boah, und vor allen Dingen ganz fies, ne? Ich habe meine Stachelkeule nicht... Ich habe die falsche Stachelkeule raus. Ich habe beide raus. Ich habe beide Stachelkeulen raus. Boah, allmächt, ne? Dieses blöde Vieh. Und jetzt haut es auch noch einfach ab, ne? Da ist noch einer? Oder was? Ich check's nicht. Warte mal, kann ich hier irgendwie drunter? Ja. Also ich meine, ich wusste ja, dass es hier Wölfe gibt, ne? Aber warum sehe ich die denn nicht? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch die Sicht an. Warum sehe ich sie nicht? Die müssten mir doch eigentlich rot angezeigt werden. Jetzt habe ich dich, du kleiner Stinker, ey. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht der einzige, es müssen ja mehrere sein. Da ist er. Da ist der andere. Alter. Schon echt fies, ne? Oh, und da rechts ist auch noch einer. Das ist jetzt schon echt eine ganz üble Sache, ne? Dass die da einfach so... Boah. Habe ich sie jetzt alle? Ja, ne? Ich glaube, der da hinten liegt auch. Puh. Boah, kommst hier rein, ne? Und erstmal... Batsch, erstmal an Wolfskelle ins Gesicht, ne? Ist auch blöd, dass ich die blöde Stachelkeule nicht mitgenommen habe. Also, dass ich die einfach, dass ich die nicht dabei habe. Jetzt lass uns mal schnell gucken. Okay, keine Wölfe mehr da. Gott sei Dank. Ist ja schön, dass man das immer sehen kann, ne? Ja, was?
Was ist, das Messer ist schon wieder kaputt. Okay. Gut, macht nichts. Gibt ja genug Steine, die hier rumliegen. Hallo? Nee, nimm den mal mit. So. Dann bauen wir uns jetzt einfach nochmal eins. Achso, genau, das war das Banditenlager. Und dann ein Messer bauen. So. Okay. Verrückte Geräusche hier überall. Wahnsinn. Okay. Dann machen wir uns jetzt mal auf die Suche nach den, nach dem Kalkstein. Ne, da müssen wir ja so ein paar Felsen irgendwie noch mitnehmen. Hier sollten ja jetzt eigentlich grundsätzlich nicht mehr wirklich viele bösartige Viechers rumlaufen. Warte mal, Moment, wir müssten... Jetzt können wir die wilden Tiere mal wieder ausmachen. Darunter, ne? Wir machen mal so. In die Richtung. Tiere gibt es ja jetzt so... Also keine gefährlichen Tiere mehr. Nur noch Viechers, die angreifen, wenn du angreifst. Das werden wir natürlich tunlichst vermeiden. Ah, hier, guck mal. Hier sind Felsen. Das ist gut. Jetzt gucken wir mal. Ja. Weil wir brauchen ja noch ein bisschen Kalkstein zum Abgeben. Genau, super. Ah, das ist jetzt erschöpft. Ist der jetzt hier auf der Seite eigentlich auch erschöpft? Ist das alles wieder eins? Nee, okay. Das ist gut. Und dann brauchen wir... Oh, schade. Ah, hier ist noch Felsen. Dann brauchen wir noch den einen Hasen. Dann können wir mal 3 von 4 Quests schon mal abgeben, ne? Das ist doch gar nicht so schlecht. Ist hier... Das ist alt, warte. War hier nicht gerade noch mal grün? Nee, okay, das habe ich mir jetzt eingebildet. Schade. Erschöpft. Ja, ich bin auch erschöpft. Nee, das ist ein Dachs, kein... Ich habe jetzt gerade gedacht, das ist ein... Hase, aber ist es nicht. Wir gucken noch mal auf die Karte kurz. Also, hier sind Wölfe. Wir brauchen aber Hasen. Hier unten sind Hasen. Genau, wir müssen bloß ein bisschen aufpassen mit den Wiesen, aber das sollte jetzt grundsätzlich eigentlich erstmal kein Problem sein, weil wir hier oben in Sicherheit sind. Kann ich den hier auch abpacken? Nee. Okay. Das ist ein Elch, der tut uns nichts, ne? So. Jetzt müssen wir mal gucken. Da unten sind auf alle Fälle noch Felsen. Jetzt, oh, guck mal. Eine Lieferung. Schön. Leer. Wo hatten wir die schon mal? Sieht gerade so ein bisschen danach aus. Ne? Rumliegen tut hier, glaube ich, nichts. Wie oft sie das sagt, ne? Ach ja, die Sichel. Da wollten wir auch nochmal gucken. Hm. Was ist, wenn ich jetzt hier hingehe zu dem Felsen? Da sollte noch nichts passieren. Die Wiesen sind irgendwo auf der Seite. Dann können wir hier mal eben den Felsen abschlagen. Das ist doch eine gute Sache. So, 2, 10 Stück haben wir schon. Sehr gut. Hier auch noch alles erschöpft? Okay. Da unten, hier auf der Seite, hier traue ich mich mal noch ran. Elf. Oh, einer noch, ne? Wenn die Musik immer so plötzlich aufhört, ne? Dann wird es manchmal schon echt ein bisschen komisch. So. Okay. 12. Perfekt. Gut, dann gehen wir jetzt mal kurz... Ja, du bist total am Verhungern, ich weiß. Kein Problem, du kriegst jetzt was von mir, okay? Dann hätten wir hier... Ich habe jetzt gerade einen Apfelwein getrunken. Oh Gott, bin ich blöd, ne? Das ist jetzt natürlich wieder typisch, ne? Der gibt 90 Nahrung. Das ist mir fast ein bisschen zu viel. Wow, krass. Okay. Alter, wie sie läuft, ne? Huiuiui. Das ist ja was. Sind wir immer noch überladen? Nee, ich glaube jetzt gerade nicht. Guck mal, hier liegt Zeug rum. Cool. Oh, schön. Okay. Ach, guck mal, da ist noch ein Kohl und ein Kirschwein. Den hätte ich jetzt lieber getrunken, wie den Apfelwein, ne?
Und wie lange hält es jetzt an? Wie lange sind wir betrunken? Ich muss doch noch Hasen jagen. Ich glaube, das wird nicht so einfach, wenn man was getrunken hat. Oh, hier waren Wildschweine. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Glaube ich. Oder war das das? Ach nee, das ist wieder was anderes. Okay. Ja, wie ist es mit dem Respawn? Kommt das Zeug nochmal wieder? Nee, ne? Ich glaube nicht. Da ist nix. Da ist auch nix. Ich glaube tatsächlich nicht. Blockiert. Okay. Und grundsätzlich will ich ja hier auch nix hauen. Aus reiner Neugierde. Ich meine, ich glaube zwar nicht, dass hier nochmal irgendwo was groß rumliegt oder was, ne? Aber einfach aus reiner Neugierde. Ah, schade. Das geht nicht. Okay. Ist ja gut. Ich lasse das. So. Jetzt müssten die Hasis ja eigentlich irgendwo rumfliegen, ne? Also, hoffentlich nicht, sondern hüppeln. Aber wir sind auf alle Fälle in dem Gebiet, wo sie rumlaufen sollten. Wir schauen schon mal so ein bisschen. Das sind Hirsche. Genau. Hier dürfte eigentlich auch nichts anderes Gefährliches rumlaufen, laut der Tierkarte. Hm. Bin ich jetzt nicht richtig? Ah, okay, wir müssen runter. Richtung Wasser. Hirsch, ja. Ah, hier ist Lehm. Okay, schön. Ist bloß gerade brauchen wir kein Lehm. Deswegen sonst kann es eigentlich relativ wurscht sein. Aber es ist trotzdem für die Zukunft gut zu... Da ist einer. Ach, zu hoch. Zu hoch. Das war nicht der Pfeil. So, wo bist du denn? Da. Ach, Kira, Mensch, ey. Oh, dieses Gewackel mit dem Bogen, ne? Das ist echt nervig. Als ob sie es wüssten, ne, wo man hinschießt. Unglaublich. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt, also ich muss sagen, ne, ich bin ja eigentlich immer schon eine gute Bogenschützin gewesen, ne, aber im Moment ist das hier ja die absolute Katastrophe. Das macht so keinen Spaß, Vibes-Bild. Ich guck gleich mal, ob ich mir vielleicht irgendein Talent geben kann. Die wackelt aber auch. Das ist echt krass, ne? Boah, ist das Wahnsinn. Das macht so keinen Spaß, ne? Da wäre ich ja richtig eklig bei sowas, ne? Ich will keine Haltbarkeitschance auf zusätzliche. Ist zwar ganz nett, aber wo ist denn hier olle starke Arm? Verlangsame Auto. Nee. Schnelleres Nachladen ist mir auch vollkommen wurscht. Gibt es hier nicht irgendwie so einen ruhige Hand? Hier. Also das ist schon gut, dass wir so viele Banditen schon umgehauen haben mit den 20 Millionen Pfeile. Weil so beschissen, wie man gerade mit dem Bogen umgeht. Ja, da brauchst du ja... Wo ist denn jetzt hin, die Karkase? Ja gut, das war jetzt absolut nicht notwendig, ne? So. Jetzt hat... Gott sei Dank. Gut. So. Jetzt hat's. Jetzt ist wieder ein bisschen besser. Ne? Also ich will nicht wissen, wie viele Pfeile hier jetzt überall rumliegen. Sind ein paar mehr. So viel kann ich schon mal sagen. Gut. Dann flutschen wir jetzt mal rüber nach Gedöns-Dings. Und oh, schön, Fässer. Oh, öffnen. Roggen. Nehme ich mit. Sehr gerne. Zack, Münzen nehme ich auch mit, Pelz nehme ich auch gern mit. Oh, Eisenpfeile, die sammeln wir natürlich sehr gerne, ne?
Die werden uns irgendwann gute Dienste leisten. So, sie hat schon wieder Hunger. Immer noch, du hast dir gar nichts Gescheites gegeben. Ja, ach komm. So, komm, dann trink auch gleich noch was, wenn du eh schon hier am Wasser bist, ne? Und dann... Boah, guck mal da oben, ne? Die zwei dicken, fetten Bäume da. Sieht schon geil aus. In welche Richtung geht's da? Ah ja. Hm. Okay. Was? Also manchmal machen mich die Geräusche echt wahnsinnig, muss ich zugeben. Himmelherrschaft Seiden. So. Gut, dann können wir jetzt die ersten Quests abgeben. Bin ich gespannt. Ist natürlich schon cool, ne? So, wo ist er denn? Imislava. Nee, da. Devon. Hi, Schnuvi. Ja, ich wusste, achso, viele Hände, schnelles Ende. Ich wusste nicht, dass wir einen Baron haben. Und nicht irgendeinen Baron, einer der rote Beete. Ich auch nicht. Keine Ahnung, warum jemand rote Beete in solch rauen Mengen kaufen würde. Aber er zahlt gut und wo wir gerade von Bezahlung sprechen, hier ist deine. Dankeschön. Ja, siehst du, das ist doch schon mal gut. Dann haben wir jetzt hier. So. Ich habe die Hasen getötet. Allerdings haben sie sich als ganz normal verhalten. Schön, das zu hören. Am Anfang dachte ich auch noch, das wäre ein Witz. Aber ich habe. Okay. Okay, ey, es gab früher noch kein Fernsehen. Woher wissen die von Son Goku? Oh mein Gott, Kamehameha. Ja, geil. Ist das gut. Mit eigenen Augen gesehen. Wir haben noch Glück, dass es nur ein Kaninchen war. Stell dir vor, ein Bären mit Tollwut. Oh Gott. Oh ja, das wäre überaus gefährlich. Ich bin froh, dass ich böse sein konnte. Über. Oh Mann. Das ist voll laut gerade. Sei willkommen, Steuerzahlerin. Reichen diese Steine? Ja, so, sie sehen solide genug aus. Hier ist deine Bezahlung. Du kannst dir davon wahrscheinlich keinen neuen Rücken kaufen, der Steine zerstört hat, aber er ist immerhin etwas. Ein neuer Rücken wäre wirklich schön. Ach. Na gut, jetzt sind wir ja wieder um, keine Ahnung, 30 Kilo leichter? Naja, 20. Ist doch schon mal was. So. Okay, jetzt müssen wir mal schnell schauen. Ach, da ist er doch. Wieso habe ich den vorhin nicht gesehen? Ich habe doch nach dem Knüppel geguckt. Spiel, ne? Ist nicht unbedingt nett von dir, was du hier mit mir treibst. So. Dann verkaufen wir mal eben die Weine. Ja, toll. Du bist halt kein Verkäufer. Du bist hier ein Verkäufer. Mir wurscht. Hauptsache irgendjemand kauft den Scheiß. Hier. Hier. So. Haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? Die Weinflasche wäre ganz gut, wenn wir die selber behalten könnten würden. Das würde ich jetzt eigentlich auch nicht. Okay. Ja, ja. Gut. Okay. Wie spät ist das? 15 Uhr. Okay. So. Wir gucken jetzt Richtung Südwesten, deswegen müssen wir Richtung Norden, ne? Ja, genau. Ich möchte mir nämlich etwas anschauen. Das fand ich so schon ganz schön. Da waren wir bisher aber noch nicht so genau. Mal gucken. Da müssen wir ein bisschen gucken. Ein bisschen aufpassen. Also es gibt so zwei Locations, die ich mir gerne ein bisschen genauer anschauen möchte. Jetzt gucken wir uns mal die eine an. Und ja, ich... Sekunde, Entschuldigung. Nee, dachte, mein Kind ist wach, aber schläft. Genau, ich habe so ein bisschen inzwischen mich entschieden, wie ich es gerne machen möchte. Ich hatte in den ersten Folgen so ein bisschen überlegt, wie baut man am besten so ein Dorf auf und sowas. Ne? Inzwischen, glaube ich, bin ich da... Ja, an einem Punkt angekommen, wo ich in etwa weiß, wie es laufen soll. Mal gucken. Ja, das schwarze Auge hat mir gute Dienste geleistet, was die Inspiration angeht. Und deswegen gucken wir mal,
Genau. Ich möchte jetzt nämlich hier hin. Da möchte ich gerne hin. Da möchte ich mich gerne umschauen. Jetzt machen wir hier so ein bisschen die Karte an. Genau, ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr mit der Sicht rumlaufen, weil ich echt keine Lust habe, wieder wie in den Wolf reinzulatschen, ohne es zu bemerken. Das sind die Füchse, ne? Okay. Fuchs, okay. Ja, also wir gucken mal so ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Hier soll, glaube ich, hier soll eine Mine sein. Oder war die hier? Nee, hier war sie nicht. Das möchte ich mir auf alle Fälle so ein bisschen anschauen. Wir bleiben mal ein Stück weit auf dem Weg. Und dann gucken wir mal. Da ist ein Luchs, okay. Luchs ist voll cool. Genau, ich glaube hier irgendwo, ne, soll... Da, tatsächlich. Ah, schön, okay. Hier ist eine Höhle. Gut zu wissen, also tatsächlich hier, das sieht man auch so ein bisschen an dem Weg. Okay, na gut. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil es gerade dunkel wird. Aber gut, wir gucken mal. Wir lassen uns ein bisschen überraschen. Und da haben wir es wieder, ne? Die Musik wird leiser. Man hat das Gefühl, es ändert sich. Ah ja. Also wie gesagt, entschuldigt bitte die Ansicht, ne? Aber ich bin echt panisch schreckhaft. Und ich werde wahrscheinlich irgendwann einfach an einem Herzinfarkt sterben, weil ich mich erschrecke. Und von daher möchte ich gerne ein bisschen vorbereitet in die Situation gehen. Und ich weiß, das ist nicht besonders schön jetzt gerade. Aber, lieber so, wie ich euch panisch die Ohren voll schrei und jammer und, ne? Ah, guck mal. Da ist ein Wagen. 317 Meter in die Richtung, okay? Gallenröhrling. Jetzt gucken wir uns mal an. Tatsächlich, guck mal, eine Steinsichel. Okay, waren wir, aber wir waren hier noch nicht, oder? Weil eigentlich, doch, tatsächlich. Doch, ich glaube, es war doch eine Sichel. Weil ich bin schon der Meinung, den hätten wir gut gesehen. Vielen lieben Dank. Huch, ja, fast leer. Genau, also da waren wir tatsächlich schon. Deswegen gut gesehen. Gut gesehen. So. Hirsch ist nett. Hirsch finde ich gut. Wolf, uncool. Da oben ist er auch schon. Der alle Eumel. So, haben wir ihn schon oder kommt er noch? Oder treffe ich gerade wieder mal nicht? Das könnte natürlich auch sein, ne? Da ist auch rechts ist noch einer. Oh. Alter. Echt jetzt? Der frisst aber viele Pfeile. Und da oben war noch einer irgendwo. Warte mal, wir tasten uns mal vorsichtig ran. Ich bin der Meinung, ich hätte da drüben noch mal einen gesehen. Hier ist keiner gerade. Warum sehe ich die nicht? Das ist so zum Kotzen gerade, ne? Da oben. Das ist echt krass, dass du die nicht siehst, ne? Und erzähl mir mal nicht, dass es irgendwie daran liegt, dass das Herbst ist oder sowas, ja? Lass uns mal schnell auf die Karte gucken. Nein, es sind noch Wölfe da. Also irgendwo muss hier auf alle Fälle noch einer rumfliegen. Ich hätte eigentlich da unten, da ist auf alle Fälle einer. Nicht wegpacken, Kira. Das wäre jetzt echt ein bisschen dumm.
Sind sie jetzt weg? Jetzt habe ich sie alle. Sehr gut. Okay. Puh, Wahnsinn, ne? So. Oh, Entschuldigung, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ für Kaffee während der Aufnahme, aber ich brauche jetzt was. Entschuldigung, es tut mir leid. Hm. Wo ist denn jetzt der letzte Pfeil? Hier war doch gerade eigentlich noch einer. Na gut. Ja, aber das ist, die Pumpe geht. So, Steinpfeil aufgenommen. Hallo, Steinpfeil, danke. Steinpfeil. Da ist noch einer. Oh, jetzt habe ich mich erschreckt, ne? So, im Augenwinkel ist es rot geworden. Okay. Eieieiei. Gut, dass wenn man in den Bereichen, wenn man baut, dass die dann eben halt verschwinden, ne? Dass die dann eben nicht mehr, ja, kommen. So, da drüben lag der andere noch irgendwo, ne? Da ist noch ein Pfahl, ja, da liegt er. Ich habe schon wieder kein Messer, echt jetzt? Oh, kann ich, was fehlt? Stöcker, okay, das ist in Ordnung. Guck mal da. 5 Stöcker brauchen wir, jetzt haben wir 3, 4 und mehr als genug. Puh. Jetzt wird es dann natürlich auch dunkel. Jetzt bin ich natürlich noch mehr gespannt, ob ich das dann jetzt überhaupt sehe, sonst basteln wir uns einfach schnell ein Lagerfeuer und schlafen die Nacht draußen. Hoffen wir einfach das Beste. So, da ist noch ein Steinpfeil. Genau. Falke, ja. Finde ich gut, ist okay. Taube ist für mich auch okay. Luchs ist auch vollkommen entspannt. Bär. Nein, nicht gut. Warte mal, hier. Hirsch. Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass tatsächlich hier irgendwo... Okay, ich sollte vielleicht doch runtergehen. Warte mal, wo komme ich denn hier wieder runter? Da. So. Okay. Jetzt müsste das dann hier bei der Kreuzung. Ah, da liegt ein Wagen. Hirsch. Hirsch finde ich super. Luchs ist auch gut. Ich weiß, habe ich gerade schon mal gesagt, ne? Oh, guck mal, mit so einem kleinen Bachlauf. Ui. Nur einmal noch mal kurz ein bisschen drüber gucken. Ne, passt gerade, glaube ich. Da ist jetzt gerade nichts unterwegs. Steinspitzhacke. Oh, das sind sogar Barren. Okay, das ist ja geil. Na, kannst du den mal bitte aufnehmen? Schön. Noch mal ein bisschen drüber gucken. Felsen. So, gibt es jetzt hier noch irgendwas? Was ist das da? Das ist nur von dem Wagen. Ich meine nicht, dass das nicht schon genügend Loot ist, ne? Aber man beschwert sich natürlich nicht, wenn es doch noch ein bisschen mehr ist. So, pass auf, jetzt würde ich erst mal gucken, weil es jetzt doch ein bisschen arg dunkel wird, machen wir jetzt dann mal, dass wir hier die Stöcke in die Hand nehmen. 15, ich glaube 16 brauchen wir, ne? Ein Lagerfeuer. Jo. Was ist das? Ach, ein Luchs. Boah, jetzt habe ich gerade, ne? Von der Farbe her sah es schon ähnlich aus wie ein Wolf. Oh ja. Das sieht ja schon sehr schön aus, ne? So. Pass mal auf, jetzt tun wir mal schlafen. Legen wir uns mal hin. Und jetzt habe ich gesehen, es gibt ja einen Fotomodus. Der Fotomodus kann nur im Kameraperspektive der dritten Person verwendet werden.
Ach so. Entschuldigung. So. Jetzt? Sichtbar? Nee, da. Kameradrehung? Charakter verbergen? Ja, mal kurz. Freie Kamera. Auf Spieler fokussieren? Freie Kamera. Kameradrehung? Auswählen, Kameramodus starten. Ah, okay. Oh, oh, ist das cool. Oh mein Gott, wie geil. Das bietet mir völlig andere Möglichkeiten. Oh mein Gott, ist das gut. Okay. Also der Platz hier ist schon echt hübsch. Was mir ein bisschen fehlt, sind die Menge an Bäume, finde ich. Weil du hier hinten hast du gerade gar nicht so viele, ne? Ich hätte schon gern irgendwie mehr Wald, aber das hast du hier gar nicht, ne? Also so richtig Wald hier. Also ja, da stehen halt Bäume, okay. Aber es gibt ja auch wesentlich dichtere Baumbereiche, wo du dann wirklich sagst, okay, das ist halt tatsächlich ein Wald, ne? Das finde ich, hast du jetzt hier nicht. Aber der Platz hier gefällt mir schon richtig gut mit den einzelnen Ebenen. Ist schon ganz hübsch. Aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Und ich glaube tatsächlich, das, was ich mir jetzt überlegt habe, passt hier jetzt nicht. So, okay. Gut. Das macht jetzt aber nichts. Das gucken wir uns dann einfach nochmal ein andermal weiter an. 71, 75, okay. Der Platz ist schön, ist aber nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Das passt gerade nicht zu dem, was ich vorhabe. Dann gucken wir uns als nächstes hier, da ist zwar ein Bär, da war, glaube ich, die Fischerhütte, ne? Es macht aber nichts, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der hier sehr schön ist für mich. Hier ist es halt relativ nah. Oder hier unten, ne? Also gut, hier werde ich mich auf alle Fälle nochmal ein bisschen näher gucken. Hier ist es sehr schön, aber sehr schwer zu bauen. Da bin ich, nachdem ich eh schon überfordert bin, ist das, glaube ich, nichts für mich. Aber ich glaube, hier könnte es ganz gut werden. Wobei du hier halt keinen Weg hast, ne? Und keine Brücke. Also müsstest du immer irgendwie so ein Stück weit außenrum laufen. Oder halt doch da, ne? Da hast du Brücke, Weg nach oben. Hier unten soll auch sehr schön sein. Hier gibt es halt Wölfe. Aber gut, das ist jetzt auch erstmal nicht ganz so. Also wir gucken uns auf alle Fälle mal noch den Platz hier an. Und den Platz. Das möchte ich gern gucken. Ist ein bisschen schwierig, weil da Wölfe rumflitzen. Aber das, denke ich, kriegen wir hin. Mit dem könnte ich mir gut vorstellen. Schade, hier sind bloß da die zwei Brücken. Aber wie gesagt, also das hier könnte ich mir gut vorstellen. Das kann man sich auf alle Fälle nochmal anschauen. So, jetzt müssen wir mal schnell gucken. Tagebuch, was sagt er denn? Bleib wachsam. Rote Beete mal 70, das dauert noch ein bisschen. Flakons, Ton, Wolle und Leinengewebe. Genau, da musst du noch ein bisschen drauf warten, Schätzelein. Das kriege ich noch nicht hin. Wurfsteine, da gucke ich jetzt dann gleich als nächstes. Und von daher, oh, Landwirtschaft, cool. Ach, genau, das war das mit dem mehr Früchte von Plantagen. Erfahrener Reiter, bisschen schnellere landwirtschaftliche. Okay, ist eigentlich alles ziemlich cool, aber der erfahrene Reiter ist schon cool. Na, wir gucken mal. Überleben. Ja, ein Fels in der Brandung. Weniger Schaden allein, finde ich super. Habe ich noch mehr Punkte? Oh, ich habe noch zwei. Dann stark wie eine Eiche. Mehr Gesundheit, finde ich auch immer gut. Unempfindlich. Temperaturtoleranz für den Winter mega. Und dann gucken wir mal, ob wir noch mehr brauchen. Aber ich denke nicht. Crafting, ja gut, das ist nach wie vor. Mal gucken. So. Okay. Gibt es jetzt noch mehr? 3000. Okay, also es gibt tatsächlich noch, ich glaube, es sind immer 10, ne? Ich glaube, 10 Punkte kann man kriegen. Bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Ich weiß es nicht ganz genau. Ah, schön. Wie schaut jetzt der Plan aus? Genau, also wir
gehen jetzt einfach mal so ein bisschen in die Richtung und dann gucken wir uns das. Oh, guck mal, noch eine Holzschaufel. Danke, Spiel. Wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen querfeld ein. Beziehungsweise, das mache ich dann aber in der nächsten Folge, ne? Dann gucken wir uns ein bisschen an, entdecken ein Stück weit die wilden Tiere, die hier so rumlatschen, ne? Das muss man ja dann auch alles irgendwo entdecken und ja, ihr lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und dann sehen wir uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.